Wie kann ich helfen? Der Auftrag ist gefährlich und könnte uns beide umbringen. All meine Aufträge sind gefährlich. Es geht um Macht. Die Macht, Gortin zu beherrschen, indem man einen Krieg auslöst. Aha. Kriege kosten Drachmen und Leben. Kriege kosten Drachmen und Leben. Ich kenne den Preis nur zu gut. Kriege sind verheerend. Aber es geht darum, was das Beste für Gortin ist. Und was schwebt dir vor? Ich stehe der Bule vor. Und laut unserem Kodex wählt der Rat nach einem verlorenen Krieg einen neuen Anführer. Mich. Und um die Sache ins Rollen zu bringen, sollen Köpfe rollen. Nur ein Kopf. Gerade ist ein Bote von Festus zu Besuch. Er will ohne Zweifel den Frieden mit Gortin verhandeln. Sein Tod wird dafür sorgen, dass Gortin nur eine Möglichkeit bleibt. Krieg. Und mein Lohn? Du wirst für deine Mühen angemessen bezahlt werden. Na gut, dann werde ich's machen. Ich beginne einen Krieg für dich, aber erst brauche ich Informationen. Bevor der Krieg ausbrechen kann, brauchen wir noch deine Hilfe, um Gortin zu schwächen. Zerstöre die Vorräte, stiehl die Reichtümer und töte diesen verdammten Boten. Okay. Wo ist der Bote? Wo finde ich den Boten von Festus? Dieser Mann des Friedens logiert es nachts im Haus des Anführers. Bei Tag durchstreift er Gortin. Töte ihn und man wird Gortin dafür verantwortlich machen. Okay. Und wo sind die Vorräte? Erzähl mir von den Vorräten, die ich vernichten soll. Die Waffenständer und Vorräte in der Festung Daedalus müssen vernichtet werden, damit sie den Krieg nicht gewinnen. In der Festung Daedalus. Oh, wenn ich das schon wieder höre. Wo finde ich die Reichtümer? Es gibt jede Menge Schätze in der Festung von Daedalus. Was du dort stiehlst, wird Gortin schmerzlich fehlen. Na gut, dann... Ich habe genug Informationen. Sorgen wir dafür, dass es Krieg gibt. Ich beginne diesen Krieg für dich. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir planen das schon seit einer Weile. Besuche mich, wenn es getan ist. Ob das wirklich so gut ist? Weiß es nicht. Hier ist dieser... Boah, Alter. Okay. Da ist er. Was ist da? Der Bote, ne? Oha. Okay. Na dann, gehen wir rein. Jetzt sind wir schuld, wenn ein Krieg ausbricht. Und dabei ist es hier so friedlich. Und der Typ will unbedingt Krieg. Naja, vielleicht können wir uns ja noch umentscheiden. Mal gucken. Jetzt schleichen wir uns erstmal hier rein. Ist das so? Und hab. Zack. Echt. Sehr gut. Seh nichts. Mist. Ein bisschen klauen können wir ja auch. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Surprise! Scheiße, er hat überlebt. Das war knapp. Eine Tontafel bei sich. Okay. Scheiße, die Leiche platziere ich am besten hier. Damit sie nicht gleich entdeckt wird, wenn man hier reinguckt. Shit. Weiß nicht, ob ich den krieg. Come on, baby.
kommt aber nicht. Nein! Nein! Du bist ein Witz! Oh, fuck. Das war jetzt natürlich echt blöd. Komm schon. Los, los von mir! Scheiße. Das war natürlich jetzt kein Profi-mäßig. Der hat hier einfach jemand geholt. Ach, Kacke, Alter. Aua, Mann. Piss dich, Diebel. Blöder Diener. Au. Aua, Mann. Was soll denn das? Ah. Piss dich, du hässlicher Bauer. Aua. Ah, der geht mir echt auf den Sack. Komm. Zack, Alter, echt. Warum muss ich immer kämpfen? Ah, warum? Au. Jetzt komm her. Oh. Hat es vorher nicht geklappt. Scheiße. Egal. Puh. Okay. Was sollen wir den Boten umbringen? Da natürlich jetzt rum, ist ja klar. Zack. Tut mir leid, mein Freund. Du musst jetzt sterben. Zack. Wo kommt er denn jetzt her? Bestätigen. Zack. Erledigt. Okay. Was deine Hilfe im Kampf gegen Phaistos wissen wir zu schätzen. Wie versprochen, werde ich mich persönlich darum kümmern, dass du ein Teil Blueheads. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Der Sack, Alter. Jetzt kommt er doch tatsächlich hier rein, ne? Ist geil auf den Schatz wahrscheinlich, ja? Jetzt nimm doch. Shit. Ah, du nimmst hier den Platz ein. Okay. Dann stirb. Zack. Erledigt. Das war der Befehlshaber. Ja, mit den Drachmen. Ah, danke. Glaube ich, dürfte jetzt kein Problem mehr haben. Aber es könnte sein, dass ich irgendeinen übersehen habe. Deswegen bleibe ich trotzdem noch achtsam. Kriegsvorräte sind hier auch irgendwo. Aber wo? Hm. Ah, da. Okay. Alles klar. Hopp. Hopp. Hopp.
Wo waren die anderen? Drin. Hier? Nee. Hä? Und oben. Oh, oh, ja, ich würde auch schnell flüchten. Ja, hier sind einige Tote. Nicht sehr einfach abrennen. Ah! Leichen! Nein, das ist gar nicht hier. Doch, im unteren Teil. Okay. Das war's. Abgeschlossen. Nice. Du kannst den Anführer von Messeram mit der Weltkarte finden. Ja, ich weiß. Ich weiß, wo der ist. Es ist schwer, den Anführer zu töten, aber es ist... sinken dann. Ah, okay. Kein Problem. Töten wir den Anführer. Okay. Große Festung. Alter. Junge. Ja. Das wird jetzt natürlich wieder sehr, sehr schwer. Aber im Schütze der Nacht komme ich eigentlich gut durch. Okay. Aha. Hier oben ist auch eine Luke offen. Das ist gar nicht mehr so schlecht zum Einsteigen. Es darf doch nicht wahr sein, Alter! Ihr kotzt mich echt an, Alter! Es kann doch nicht wahr sein! Ich dachte, die... Ach, Mann! Oh nein, Alter, jetzt kommt auch noch hier so ein großer. Ach, komm schon her. Ah! Nein! Ah! Üss! Au! Au! Ah! Au! Au! Nein! Nein! Oh, komm schon, Alter. Ich dachte, ich kann da reinschleichen, ohne dass der aufwacht. Aber nein. Vielleicht hätte ich die Leiter benutzen sollen. Dann wäre es besser gewesen. Bin ich auch selber schuld. Oh nein, da kommen die neuen. Kommen immer mehr. Ah, nein. Piss dich! Scheiße, erleicht. Heute funktioniert aber auch gar nichts Stealth-mäßiges. Okay. Au. Au. Au.
Iss dich selber! Ach Gott, Alter. Man immer so ewig in die Reihen prügeln, als hätten die unendlich Leben. Und jetzt haut er auch noch ab, der Feigling. Komm her, hau dich ab! Bleib hier, damit ich dich töten kann, du dreckiger Penner. Au. Au. Alter. Stirb. Dreckiger Anführer. Als Maul. Ja, das geht gar nicht. In die Ecke mit dir. Ah, kommt schon wieder einer. Okay, der ist schon tot. Weiter geht's. Los, weiter geht's. Okay. Dein Glück hat dich verlassen. Ja. Hat es das? Glaube ich nicht. Na los. Alter, da kommt der Nächste. Ah, das ist doch nicht zu fassen, Alter. Ich wollte mich da reinschleichen, ihr Penner. Nein. Jetzt habe ich so viele abgeschlachtet. Jetzt schlachtet ihr mich nicht ab. Nein. Nein. Verpiss dich. Nein. Mann, Nadja, ich hasse es. Okay, da haben wir halt jetzt nochmal eine Chance reinzuschleichen. Ah, dann schleichen wir uns halt jetzt rein. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ich weiß, was ich jetzt als erstes mache. Nimm den geheimen Eingang da drüben. Dafür habe ich den ausgespäht. Aber als erstes repariere ich den ihr Signalfeuer. Okay. Zack. Erledigt. Er ist auch ganz alleine. Ganz alleine ist er. Dieser Eingang. Hä? Icarus? Wo ist denn dieser Eingang? Hä? Da ist er. Faszinierend. In dieser Rüstung sehe ich fett aus. Dabei bestehe ich nur aus Muskeln. Okay, interessant. Kommt der hoch? Reagieren nicht. Okay. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Hat da jemand meinen Namen gerufen? Echt jetzt. Ich entzünde das Feuer.
Ja, dann mach mal. Soll er doch das Feuer entzünden. Das wird lustig. Dann stirbt er wenigstens gleich. Einfach. Oder auch nicht. Komm schon. Komm, ich bin hier. Ja, werde ich das. Scheiße. Da ist er. Hab ihn. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Scheiße, Mann, echt. Das ist auch wieder nichts. Das kriege ich einfach nicht hin. Das ist echt schwer. Ach, komm mal da. Vergiss es. Probier es nochmal. Vergiss es. Kein Bock zu kämpfen, Alter. So schaffe ich das nicht. Alle guten Dinge sind drei. Alles klar. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Die stellen keine Fragen. Wir bleiben lieber unbemerkt. Aber als erstes das Signalfeuer aus. Gut. Sehr gut. Ist auch noch einer. Karus hat ihn vergessen zu markieren. Scheiße. Das sind richtig viele hier. Das ist unglaublich. Wo ist der? Ach, da. Alles mit. Sehr gut. Gut. Die Vorräte sind kaputt. Echt übel schwer. Junge, Junge. Vielleicht krieg ich's hin. Zack! Ah! Und gleich nochmal. Zack! Zack! Erledigt. Gut. Zwei Stück könnte ich hier erledigen. Okay. Zack. Das. Okay. Die zwei Wachen sind auch ausgeschaltet. Das hat gut geklappt.
Ah, ist der Kriegsherr. Jawoll. Mein Ziel! Und tschüss. Das war's. Kultistenhinweis. Gut. Verstecken wir seine Leiche. Ah, wir haben auch einen Kultist umgebracht. Oh oh. Geh raus. Oder? Nee, es war kein Kultist. Es war nur ein Hinweis. Sonst hätte ich ja den Tod bestätigen müssen. Weiter im Dunkeln. Verdammt, das hat er schon wieder überlebt. Die überleben mir immer viel zu lange, echt. Muss die Leiche beseitigen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm schon. Der kommt hoch, der andere kommt runter. Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Nein. Erwischt. Gut, der andere hat sich wieder hingelegt zum Pennen. Dann verschaffe ich ihm mal einen Traum, von dem er nie wieder aufwacht. Tschüss. Er überlebt wieder. Das gibt's doch einfach nicht, echt. Tod ist tot. Halt! Ist noch einer. Glück gehabt. Eigentlich bin ich hier fertig, aber... Wir machen jetzt schon noch fertig, also komplett fertig. Dass wir die schön leise eingenommen haben. Wenn ich es leise schaffe. Aber bis jetzt läuft's gut. Andere Seite. Ah, warte. Den Soll nehme ich noch mit. Den auch. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt wird es langsam Tag. Ich habe die ganze Nacht gebraucht jetzt. Das ist natürlich echt scheiße. Mist. Langsam wachen alle auf. Du nicht. Und zack! Zack! Okay.
Scheiße, es brennt. Scheiße. Wenn es brennt, kommen die immer hier rein. Okay. Puh. Einer weniger. Toll, weißt du, ich verstecke mich hier im Schweinestall wieder. Reichtümern. Alles meins. Okay. Spätestens jetzt wissen sie, dass ich da bin. Oder? Noch immer nicht. Jetzt sollte ich den ihren Scheiß klauen. Unter der Nase. Den Schatz klauen unter der Nase weg. Aber. Was zur Hölle? Ach, schau an. Da ist auch einer. Okay, warte mal. Was muss ich? Ist ein Befehlshaber töten? Ach, das ist auch ein Ding. Okay. Das ist ein Lager im Lager. Okay. Nee, wir machen jetzt erst die Festung. Ah. Wusste es. Na gut. Zack. So, alle seine Leute tot, bis auf den da unten vielleicht. Ist der einzige, der überlebt hat. Und jetzt legt er sich auch noch hin und schläft. Perfekt. Naja. Gute Nacht, Dia. Hau rein. Erwischt. Jawoll. Tschüss. Okay. Das hat geklappt. Was macht er denn hier? Er trägt hier einen spazieren. Hat wohl eine Leiche gefunden. Okay. Verbrennen wir noch das letzte und dann holen wir noch den einen Schatz und gutes, hauen wir ab. Oder sollen wir noch da runter und den anderen erledigen? Aber gegen den muss man sicherlich kämpfen. Weiß es nicht. Wissen, wo der Schatz ist. Ich kann mir Ikarus helfen. Wo ist der Schatz, Ikarus? Ach da. Das stimmt, wir haben die fette Truhe haben wir nicht geplündert. Was? Dein Ernst? Dein Ernst? Da ist noch einer. Oh, und sogar nicht mal. Okay. Au. Au. Was soll denn das? Au.
Ah, da kommt tatsächlich noch einer. Ja, lauf zum Leuchtfeuer, los. Tu es. Jetzt muss ich doch wieder kämpfen, echt. Weil ich gedacht habe, ich habe alle erledigt. Au. Au. Ach, egal. Bist du schon beim Leuchtfeuer? Ah, nee, noch nicht. Ja, schnell, beeil dich, Kumpel, schnell. Tu es. Bumm. Ich finde ihn noch allein. Ich entzünde das Feuer. Ja, mach. Okay. Jetzt holen wir den Schatz und verschwinden hier. Die fette Beute. Wie viel Drachmen haben die hier gebunkert? 2093. Festung abgeschlossen. Nice. Okay. Na, ich hoffe, er wird zufrieden sein. Es war eine Menge Arbeit. Erledigt. Gortin ist schwach und bereit für eine neue Führung. Preise die Götter. Hier ist eine Belohnung für dich. Nach dem Krieg wählt die Bule einen neuen Anführer. Okay. Ja, aber wir haben auch herausgefunden, dass einer der Kultisten hier auch seine Fäden wieder im Spiel hatte. Hier ist er. Dann decken wir den doch mal auf. Wer ist dieser Kultist? Ich werde ein Sohn des Kosmos sein und der Kult meine Familie. Aha, okay. Ist er hier? Wenn ich die Infos hier gekriegt habe, vielleicht hält er sich hier auf. Hier in diesem Land zumindest. Nicht ganz. Er ist auf hoher See. Okay. Ja. Gut, den holen wir uns jetzt aber jetzt nicht. Hä, was? Warte mal. Hier ist... Was ist das? Gedanken der Tat. Ein Teil seiner Reise. Oder womöglich... Okay, was ist das? Das ist irgendwie wieder so eine Quest, wo man... Zeitquest. Tagesquest. Söldner. Ja, ich bin ja, hier. Ja, du! Ja, ich bin doch hier. Ich biete dir ein gutes Geschäft an, wenn du daran interessiert bist. Naja, eine Partnerschaft klingt interessant. Wo du Drachmen verdienst und ich Drachmen verdiene? Diese Art Partnerschaft? Ganz genau. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. An was genau hast du gedacht? Ich mache Bögen aus seltenen Materialien. Ich wurde beauftragt, einen aus hochwertigen Fangzähnen zu fertigen. Je einer von einem Luchs, einer Löwin und einem Hai. Ich könnte dir auch einen fertigen, wenn du mir hilfst. Ja, ich werde dir helfen. Ich besorge dir die Zähne, wenn du mir sagst, wo ich sie finde. Aber Haie haben keine Fangzähne. Das ist Wortklauberei. Fangzahnbogen klingt einfach besser. Nun, du hattest noch Fragen? Wo finde ich den Luchs? Wenn du einen Luchszahn willst, sag mir, wo ich hin soll. Natürlich. Luchse leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Aber ich hab doch das schon alles. Und Löwenzahn habe ich auch. Auf Kreta. Wie der Zufall es will, wird eine für einen reichen Mann auf der Straße von Phaistos zur Stadt Gortin transportiert. Ja, aber ich besitze doch alle Zähne. Und wo finde ich Haie? Wo finde ich in dieser Gegend Haie? Vielleicht hast du schon mal vom Ozean gehört? Die Oktopusbucht. In der Oktopusbucht, da wimmelt es von den Viechern. Okay. Ich hab genug. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Aber ich hab doch alles. Und vergessen, wo du nach den Tieren mit den scharfen Zähnen suchen sollst?
Ich hab doch alles. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Schon vergessen? Ach, jetzt. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Jetzt. Jetzt, ich habe die doch schon. Beschaffe einen Heizahn. Ich habe nur einen Heizahn nicht. Okay. An der Bucht. Ein Heizahn habe ich nicht. Na toll, Alter. Wo ist denn jetzt hier die blöde Bucht hier? Hier, ne? Hier war doch auch. Hier waren doch auch ganz viele Haie. Warum gehe ich nicht einfach hier Haie suchen? Ja, weil hier halt auch so viel Zeug ist. Das ist ein Mist. Fehlt nur ein Heizahn, echt jetzt? Aber dabei, ich dachte echt, ich hatte einen Heizahn eigentlich schon. Ja, komm, dann scheiß drauf. Ich mache eine Schnellreise dorthin, mache an der Bucht Haijagd und gut ist. Die Quest nehmen wir noch schnell mit. Gibt Erfahrung, gibt Geld und vielleicht einen guten Bogen. Weise die Haie. Ist das einer? Ja. Schwimmen Delfine und Haie. Ich würde auch gern manche Typen töten. Einfach töten. Nein. Warum? Wir sind zwar eine Mietklinge, aber kein Mörder. Hol mir jetzt einfach einen Heizahn und gut ist. So, also, jetzt ist hier kein Hai mehr, oder? Oh nein, echt jetzt? Ach, da drüben schwimmen sie rum. Hier ist keiner in der Mitte. Ja, komm her. Das war ein Hai. Na. Ja! Ihn nicht so niemand ihn getötet hat jetzt hier. Vielleicht kriege ich ja schon einen Haizahn von dem Hai. Wo ist der tote Hai? Wo ist der tote Hai hin? Ah, da. Ich hab schon einen. Nee, Haifischflosse. Verdammt, das war nur eine Flosse, kein Zahn. Mist. Oh oh. Das war nicht so klug. Aber der Hai, er geht. Nein, er wird runter in die Tiefe sinken. Nein, er wird auch unter die Tiefe sinken. Okay, der nicht. Heizahn? Nein. Muss ich wohl doch in die Bucht, hä? Obwohl. Heizahn? Nein. Rohes Fleisch. Da ist noch einer. Und der macht Jagd auf mich. Hier werde ich nicht fündig. Scheiße. Muss ich wohl doch da in dieses Gebiet.
Höchstwahrscheinlich schon. Schaffe einen Heizahn. Wo ist diese Bucht aber? Ich denke, die Bucht ist... Wie heißt diese Bucht hier? Das ist doch die Bucht, oder? Ne, das ist ein versunkener Ruin. Sein Mist. Ja gut, dann versuche ich mal die Bucht zu finden. Vielleicht in dieser Gegend. Oh. Richtung Meer ist er da. Also wieder zurück. Aber den Heizahn kann ich auch auf dem Weg irgendwann mal holen. Oktopusbucht, ja. Aber wie gesagt, diesen Heizahn, den kann ich auch irgendwie, wenn ich auf dem Weg einen Hai umbringe, dann kann ich den bringen. Das ist jetzt keine Quest, wo ich jetzt unbedingt abschließen will. Bringt mir ja sowieso nur einen Bogen. Er macht mir einen Bogen dafür. Wow. Ein Bogen. Okay. Okay. Ja, dann machen wir doch die mal. Mal schauen, wie interessant die ist. Tagesquest oder Wochenquest, die lassen wir mal. Das ist so ein Spaß. Sollte eine Option geben, wo man sowas ausschalten kann. Hey, was macht der? Ein Picknick hier oder was? Na, so wie es aussieht schon. Was beschäftigt dich, alter Mann? Ich sterbe, Söldner. Ich fühle es in den Knochen. Doch ich muss noch etwas erledigen. Wirst du einem alten Mann dabei helfen? Ich gebe dir dafür, was ich an Geld noch habe. Ich würde dir helfen. Ich schlage dir deinen letzten Wunsch nicht ab. Worum geht es? Ich versprach meiner Frau, ich würde sie eines Tages zum Gipfel des Berges in Zeus Kinderstube bringen, um ihr die roten Blumen zu zeigen. Dort hat man eine wunderbare Aussicht. Doch sie traf den Fährmann vor mir, Söldner. Ich konnte mein Versprechen nie einlösen. Immer kam etwas dazwischen. Verstehst du? Kinder, der Krieg und so viel mehr. Wie traurig. Wir alle haben etwas zu bedauern. Du hättest dich mehr anstrengen müssen. Nein, wir machen ihm jetzt nicht im Angesicht des Todes noch irgendwelche Vorwürfe. Es war eine schwierige Zeit. Du gabst dein Bestes. Du bist sehr gütig, Söldner. Doch ich habe sie enttäuscht, leider. Was genau soll ich für dich tun? Du musst für mich die roten Blumen auf dem Gipfel des Ide pflücken, damit ich sie meiner Frau geben kann, wenn ich in den Hades gehe. Ein paar würden reichen. Bring sie mir. Ich werde hier auf dich warten, Söldner. Und mir bleibt nicht viel Zeit. Ich verstehe. Du da, Söldner! Du da, Söldner! Wir haben doch schon geredet. War ich wohl wieder zu voreilig? Oh nein. Da ist irgendwas. Da hinten ist wieder irgendetwas. Und ich weiß nicht, ob es stark ist oder schwach. Oder bin ich jetzt in der Nähe vom Minotaurus? Unentdeckter Ort. Ist sogar eine Quest. Vielleicht finde ich dort endlich, was ich suche. Wer weiß. Egal, aber jetzt machen wir erst. Suchen wir den Gipfel. Schon wieder zur Kinderstube. Echt jetzt? Wo ist die Kinderstube? Da oben. Okay.
sind diese Blumen? Genau hier, ne? Hä? Ich bin da. Ja. Das muss der Ort sein, von dem der Alte sprach. Da sind sie. Die Blumen. Die Blumen. Ich sollte schnell zurück zu dem alten Mann nahe Gortin. Er ist bestimmt tot. 100 Pro. Ich komme hin und er ist tot. Zu spät. Wetten wir? Na, wir werden sehen. Aber ich glaube schon. Du kommst hin, tot. Achso, ja, das ist der Haifischmann. Ich hab nicht dir gepfiffen, sondern mein Pferd. Ella. Ella. Okay. Dann reiten wir mal schnell zu dem alten Mann wieder zurück. Aber ich denke... Wer glaubt, dass er noch lebt? Also ich glaube, er ist tot. Ich sag, dass er jetzt tot ist. Wir kommen zu spät. Ich glaube nicht, dass er so lange überlebt hat. Das war eine weite Reise. Ja! Doch, er lebt. Okay. Er ist doch nicht tot. Oh, doch, er ist tot. Ich wusste es. Scheiße. Hades holte ihn zu sich. Mein ganzes Leben lang habe ich ihn nicht so friedlich gesehen. Ich hoffe, er trifft Martha. Diese Blumen, sind sie... Er bat mich, sie zu holen. Du dummer alter Mann. Hast du deshalb Pevki verlassen, um Martha die Blumen von so weit herzubringen? Du dummer, sturer alter Mann. Mir wurde eine Belohnung versprochen, eigentlich. Dein Vater versprach mir seine Drachmen. Oh, hier. Die hatte er bei sich. Hab Dank, alter Mann. Martha ist sicher froh, dass du ihr Blumen bringst. Als sie noch lebte, hast du das nicht getan. Hey, wo ist mein Geld? Ah, da. Sehr gut.